Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wir feiern dieses Jahr das 25-jährige Jubiläum von Barry Callebaut. Wir dürfen mit Stolz auf das Erreichte zurückblicken. Im Jahr 1996 vereinte unser Gründer Klaus Jacobs die belgische Callebaut und die französische Cacao Barry unter dem Dach von Barry Callebaut. Er hatte die Vision, den weltweit führenden Hersteller von hochwertigen Schokoladen und Kakaoprodukten zu schaffen. Diese Vision ist in den vergangenen 25 Jahren wahr geworden. Dies haben wir guter Führung, einer erfolgreichen langfristigen Strategie, dem großen Engagement unserer Mitarbeitenden und ihrer Unterstützung zu verdanken. Dafür möchte ich mich bei Ihnen, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, herzlich bedanken. Ich kann Ihnen versichern, wir bleiben auch in den nächsten 25 Jahren der langfristigen Wertschöpfung verpflichtet. So wie dieses Jahr. Wir sind zu gesundem Wachstum zurückgekehrt, mit guter Rentabilität und starkem Cashflow. Der Verwaltungsrat hat daher an der Generalversammlung ein Dividende von 28 Schweizer Franken pro Aktie beantragt. Das ist mehr als ein Viertel höher als im Vorjahr. Wegen der Pandemie kann die Stimmabgabe an der Generalversammlung dieses Jahr erneut nur elektronisch und schriftlich erfolgen. Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, ich hoffe, dass wir uns im kommenden Jahr wieder persönlich sehen können. Vielen Dank und bleiben Sie gesund!